Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal wieder ein Overwatch, hatten wir auch schon länger nicht mehr. So, es geht jetzt auf Inferno, geht es los. Der Verdächtige, mal kurz gucken, hat 18 Kills, 6 Tode, die Terroristen führen 9-3. Und da hat er schon kassiert. Wie ist das jetzt von dem Rest? Warte mal, was war? Na egal. 18-7, dann hat noch einer 19-5, das sind so die zwei Top-Fragger im Team. Gegner-Team ist auch einer ziemlich krass mit 17-9. Ja, okay, dann warten wir mal, was hier noch so von sich geht. Okay. Okay, interessante Sache hier. Mal kurz gucken. So. Aber ich sehe hier schon mal, dass das irgendwie... Da wird random gespielt. Der moved hier komplett slow herum. Hier lässt es sich dann ein bisschen Zeit. Okay. Und einer von seinen Mates sprayt anscheinend mit der... Ja? Okay, da wurde schon mal reingepreefired von den Gegnern. In Boiler. Das Ding ist ja, die Bombe liegt ja von denen in T-Spawn. Und die hole sich jetzt wahrscheinlich auch. Ja, also... jetzt hier. Also ich will mal sagen, der hat einen Aimer drinnen, weil der moved halt komplett low durch die Map und dann immer wenn der halt zu einem Gegner steht, gibt er den halt einen Header. Warte mal, was hat der für eine Headshot-Quote? Das Suspect 68%, 2,75 KD und 46 DSC. Aber er spielt anscheinend ohne Nades. Ja, boy. So, Alter, wie oft läutet jetzt noch mein Handy? Er macht ja auch nur Headers, ne? So, oh. Stelle wahrscheinlich noch ein bisschen ein. Nee, aber das Ding ist durch. BH und Aimbot. Ganz klare Sache. Gut, den hat er steppen gehört, das ist klar. Aber wieso? Ist sie da jetzt so weit vorgegangen? Er wollte halt den einen facen, was unten stand, Naps, aber...
Da war ja links auch noch einer. Wieso hat er den nicht zuerst gesniped? Nächster Headshot. Nächster Headshot. Nächster Headshot. Ja, ja, boy, alles klar. Er weiß ja auch, dass jetzt links steht, ne? Nicht rechts oder so. Und nächster Headshot. Easy. Also das Ding ist mal ganz klar durch. Was ich mich jetzt gerade irgendwie frage, normalerweise hat man ja so einen Röntgenblick und ich habe gerade übelst keinen Plan, wie ich den aktiviere oder das noch geht. Das Ding ist ja, das ist ja schon wirklich ewig her, dass ich da Overwatch gemacht habe. Ach ja, nächster Headshot. Pusht er gleich Banane durch. Mein gut, wird ja auch vielleicht, weiß nicht, ob da gecrawlt wird in den Game, weil, ja. Das sind zwei im Team, die sehen halt keine Gegner, aber kassieren halt auch nur das 6-18, der hat 2-15. Ah, der nächste Header. Oh mein Gott. Aber ich werde am Ende vom Overwatch wieder so eine Frage machen, so eine Infokarte oben rechts, da könnt ihr dann selber eure Meinung mal sagen, ob ja oder nein, was sagt ihr, der anhat oder nicht. Jetzt kommt gleich der nächste Header. Wobei seine Mates pushen ja da schon mit der Tür. Aber die callen nichts, weil sonst würde deine Media wissen, dass der Banane steht. Also lächerlich. Ich würde jetzt mal sagen, da hat jetzt nicht den Aimlock verwendet, das war mal legit Headshot. Oder auch nicht. Der macht ja. Nee. Zielhilfe zweifellos erkennbar. Sichthilfe zweifellos erkennbar. Und für den Rest sind unzureichende Beweise. Boy, viel Spaß mal an dich. So, und jetzt mal zu dem Giveaway. Wie gesagt, es war ja eine AK-47 Platzboard, was er noch rausgeht. Da ist das Ding. Eine AK-47 Platzboard in Field Tested. Finde ich ja an sich ein schöner Skin, weil du siehst halt, ist ja zwar Field Tested, aber du hast jetzt nicht mehr Scratches, sondern der Skin wieder an sich nur ein bisschen dunkler. Also, Gönnung. So, das Ganze ging ja über Gleam.io. Hier werden wir jetzt auch einen Gewinner ziehen. Der Gewinner von der Platzboard ist Julius. Ich werde hier mal deine E-Mail-Adresse zensieren. Er hat gewonnen, indem er ein Video auf YouTube geguckt hat. Ne? Mal Glückwunsch an dich. Ich werde dich auf, also ich werde dich per E-Mail kontaktieren. Also check mal dein Gmail-Account. Dort antwortest du mir dann einfach nur mit deiner Trade-Duel und dann bekommst du den Skin auch schon raus. Jo Boys, dann war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Lasst euch nicht tilten von diversen Cheatern oder sowas, wenn wir dann wieder so rumgehen. Nicht nur ihr kassiert die Ranks, es geht mir genauso. Und dann würde ich mich noch über einen Daumen nach oben freuen. Wäre auch ein riesen Support an mich. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ich dann im Februar einen großen Preis vergeben soll oder mehrere kleinere Preise. Aber overall kommt es ja von der Preisvalue, also von der Summe, wieder aufs Gleiche. Nur dass halt mehrere Dudes dann eine Chance haben, etwas zu gewinnen. Und wie gesagt, oben rechts die Infokarte könnt ihr noch voten für ja oder nein, hatte das Aspekt an. Und dann wünsche ich euch auch nur noch einen schönen Abend. Und tilte mit dem Handy, ne? Wirklich, ich tilte. Und dann sage ich euch nochmal ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ach ja, Boys. Jetzt habe ich gerade das Video bearbeitet, bin wieder in-game gegangen, weil ich noch eine Runde daddeln wollte und siehe da, ein Cheater weniger. Nice.